Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Ja, zumindest in der ersten Halbzeit war der Gegner sehr zurückhaltend, sehr respektvoll uns gegenüber. Ich denke mal, die Kulisse hat uns ein bisschen in die Karten gespielt. Klar, hier kommen halt 95, 96er Jahrgang hierher, Talente und ja, sie haben sowas wahrscheinlich noch nicht gesehen oder unter so einer Kulisse noch nicht gespielt. Und die sind halt beeindruckt und das hat man in der ersten Halbzeit voll gemerkt. In der zweiten Halbzeit haben wir in den ersten Minuten unser Spiel nicht durchziehen können, teilweise viele Fehlpässe gehabt und ja, aber trotzdem haben wir noch das 3-0 gemacht. Wir hätten vielleicht noch mit 4-0 in Führung gehen können, aber wir haben zu 0 gespielt und das ist wichtig. Wir wussten, dass Mainz keine schlechte Mannschaft ist. Ich denke, man hat das auch gesehen, dass die spielerisch eigentlich ganz gut waren. Die ein oder anderen Elemente haben sie gezeigt, aber wir wussten, wie wir dagegen angehen. Wir haben uns gut vorbereitet. Und ja, am Ende 3-0 gewonnen. Wir wollten heute das Spiel unbedingt sehen, haben alle super hervorragend verteidigt und nach vorne ist der Ball ganz gut gelaufen und dann machen wir zu den richtigen Momenten machen wir die Tore und heute hat einfach alles gepasst. Auf jeden Fall ein besonderes Tor. Ist mir noch nicht oft gelungen und ich habe mich riesig darüber gefreut und es war halt auch ein extremes wichtiges Tor, weil dadurch haben wir alle Fans wieder hinter uns gebracht und es tat gut, das 1-0 zu schießen und durch so ein Tor tat es natürlich noch besser und ich habe mich extrem gefreut, dass es geklappt hat, ja. So ist es, ja, fast hätte ich noch einen dritten gehabt, wenn der Hefe den noch reinrückt, aber gut, Hauptsache wir haben gewonnen, das ist richtig. Wer die Tore macht, ist scheißegal. Ja, wir sind ein bisschen im Luftduell aneinander geraten, unsere Kurse haben sich gekreuzt sozusagen, aber alles ist gut, Hauptsache die Dinger sind drin. Ja, ich muss sagen, beim 2-0 war ich schon die Erleichterung sehr groß, war wieder ein Standard, wie er eingeübt ist und es tat gut, so in Führung zu gehen und jetzt auch mal zu merken, okay, 2-0, das war ein relativ sicheres Polster. Nee, klar haben wir uns schon, was heißt Gedanken gemacht, aber wir wollten unbedingt gut ins Jahr kommen, das ist uns nicht geglückt und wir wussten jetzt, wenn wir heute nicht dreifach punkten, dann werden die Gegner ja, vielleicht aufmerksamer und denken, okay, da ist noch was zu machen und ich glaube, so haben wir ganz klar gezeigt, ja, wer hier im Haus ist und dass wir hoch wollen. Ja, ich hatte ja schon das Vergnügen, dass ich hier zweimal auflaufen durfte. Ich weiß, was die Kulisse drauf hat, ich weiß, was die Kulisse kann. Mir hat super viel Spaß gemacht, die Jungs haben mich sehr gut aufgenommen. Ich denke, das hat man gesehen. Wir hatten heute richtig viel Spaß am Fußballspielen. Und insgesamt hat es einfach extrem viel Spaß gemacht. Und dass die Null steht, klar, das ist unser Ziel, auch vor allen Dingen für uns Abwehrspieler. Weil so, denke ich, legt man den Grundbaustein für einen Sieg in jedem Spiel. Und das versuchen wir Woche für Woche auf jeden Fall zu machen. Ich muss sagen, er hat sich sehr gut integriert in die Mannschaft. Er hat ein super Spiel abgeliefert. Ich glaube, er hat noch mehr Potenzial, weil er kommt von der zweiten Liga. Da muss man schon was drauf haben. Er ist noch ziemlich jung und es hat einfach Spaß gemacht, was er gezeigt hat. Linksfuß tut immer gut auf der linken Seite. Ich will jetzt keinen großen Druck aufbauen, aber ich glaube, der kann noch besser spielen. Wie gesagt, die Jungs haben mich super aufgenommen. Jeder bietet mir seine Hilfe an nach wie vor und ich kriege auch von dem ganzen Staff, von dem ganzen Team die volle Unterstützung. Und mir macht super viel Spaß hier. Ich hatte die ganze Woche ja schon Probleme mit meinem Fuß und die kamen extrem wieder kurz vor der Halbzeit. Dann haben wir es in der Halbzeit probiert nochmal zu behandeln. Aber ich habe es direkt gemerkt, so als ich in den Erstkoffer gegangen bin, dass es nicht mehr viel Sinn gemacht hat. Und ja, dann war ja nur folgerichtig, dass ich zum Trainer sage, dass ich nicht mehr kann und ein frischer Spieler kommt.